Leute. Willkommen zur Fabrik-Einteilung auf dem BLW. Maschinist Jan. Der Zugführer ist Florian. Auf dem HLF der Maschinist Jan. Der Gruppenführer Keanu. Angriffstruppführer Jakob. Truppmann Daniel. Die DLK Maschinist Peter. Truppmann ist der Dennis. Auf dem TLF der Maschinist Nils. Der Truppmann Tobi. Auf dem Gerätewagen dann Maschinist Steven und der Truppmann Philipp. Zusätzlich ist der Gerätewagen heute Springer für den Zug erhältlich. Habt ihr noch Fragen? Gut, alles klar, dann wünsche ich eine ruhige Schicht und bis später. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe die Bräu-Modifikation für euch. Der Tim hat ja letztens ein bisschen unter mein Video gestänkert oder mich versucht zu ärgern, warum es denn kein Video von der Bräu-Modifikation gibt auf meinem Kanal. Und im Nachhinein habe ich dann mit ihm ein bisschen geschrieben und dann hat er mir seine Version zur Verfügung gestellt. Ja? Wo ist denn jetzt der Reimrauchmelder? Welches Haus? Kurz zur Bräu-Modifikation an sich. Die Version oder allgemein ein Release in den öffentlichen Bereich ist immer noch ausgeschlossen. Die Mod ist weiterhin privat. Ob überhaupt noch an der Mod gearbeitet wird, ist sowieso die Frage. Das kann ich nicht sagen oder weiß ich auch nicht genau. Fakt ist, wir dürfen wieder Videos machen oder es dürfen Videos davon gemacht werden. Und das freut mich, weil wir haben sowieso gerade so eine Flaute in der Emergency 4-Welt wieder, weil wir waren ja auch verwöhnt. Wir haben ja von Teddy eigentlich jeden Monat irgendein Update gekriegt, was wieder neue Features gebracht hatte. Oder dann kam die Biberfelde Retrofitting, die ich übrigens derzeit auch nicht mehr aufnehmen kann, da sich meine CD-Version von Emergency 4 verabschiedet hat. Also wir haben derzeit einfach nichts. Es kommt demnächst wieder was und ich habe mir auch noch eine andere Mod angeguckt, die ich ganz cool finde, wo ich noch am Überlegen bin, davon ein Video zu machen. Aber es kommt noch was wieder. Und es gibt ja noch weitere Modding-Projekte, die noch laufen, aber jetzt haben wir halt Bräu noch dabei. Das heißt, das erhöht ungemein unseren Mod-Schatz. Wir werden jetzt öfters auch Bräuen-Videos bei mir auf dem Kanal sehen. Neben eben halt Wegberg, was wieder intensiver gemacht wird. Dann werden wir nochmal gucken, ob wir Sitting nochmal mit reinnehmen. Oder irgendwie sowas. Wir lassen uns da was Schönes einfallen. So, ich gehe mal davon aus, beim Heimrauchmelder wird jetzt nicht direkt was sein. Ich finde die Mod ja echt klasse, ne? Also von den Funktionen mal ganz abgesehen, hast du halt dieses Alarmierungsmenü, ne? Das ist der Hit. So würde ich mir das bei... Durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Bei manch anderer großen Mod auch wünschen. So, was brennt hier denn? Vorteil ist, es ist ein Standardhaus. Wir haben schon mal keine Person drin, ne? Trotzdem lösen wir ein B3 aus. Der Gebäudebrand, volle Ausdehnung. Ecke fängt auch schon an zu brennen. Die Sirenen laufen an. Die Melder gehen. Innen drinne ist Alarm. Die Feuerwehr fährt vom einen Einsatz in den nächsten. Ja, freiwillige Feuerwehr kommt gleich mit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich möchte, dass gerne die Pool mir die Bahn auf jeden Fall dicht macht. Das ist das richtige Horn für so ein Fahrzeug. Das ist das richtige Martinshorn für ein ELW, für ein MTF oder sonstigen Fahrzeuge auf diesem Fahrgestell. Meiner Meinung nach. Ich finde, Pressluft gehört auf die LKWs. Und alles andere kann von mir aus als E-Horn bei den anderen Fahrzeugen mitlaufen. Das muss ich mich mal im taktischen ein bisschen organisieren.
Hier haben wir einen Hydranten. Geh mal weg. Ausrüsten, Atemschutz. Fährst noch da. Du fährst hier rein. Weil wir wollen natürlich auch den Teleskopmast so ein bisschen zeigen. Und du fährst hier hin. Aufbauen. Aussteigen. B-Leitung legen. Ausüben. Und jetzt sieht man halt, dass das Tims Arbeit ist. Dieses schöne Umschalten hast du ja wieder mit drin. Ja, kein Problem. Ich finde diesen Teleskopmast so geil. Aussteigen. Ausrüsten. Atemschutz. Richtig installieren das Ganze. Jetzt begegnet ihr euch da auch noch drauf. Oh Gott. Hier wieder hinlaufen und jetzt mal ein bisschen Dalli, sonst haben wir hier nämlich gleich ein großes Problem. Verteiler. Ich finde es auch doof, dass wir halt eine Person zu wenig eigentlich auf den HLF haben. Na, echt jetzt? Ja, ich muss noch zwei Leitungen verlegen, bevor ich tatsächlich jetzt mit einem Erstangriff hier starten kann. Die FF ist auch eingetroffen. Ja, wir machen schon Erstangriff durch die... durch den TM. Ja, vielleicht haben wir uns ein bisschen doof hingestellt. Wir hätten ein Stück weiter vorfahren müssen. Das geht so nicht. Döp, 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 döp. Und jetzt machst du das Ding mal an. Hydrant, Hydrant. Hydranten sind hier immer so ein bisschen Mangelware. Darum gucke ich, ob ich vielleicht... Da habe ich einen. Na, 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 durchlaufen. Hm, wird eng, aber wir müssen jetzt irgendwas hier machen. Anders. Löschen. Fahr du erstmal hier hin. Ansonsten... Da ist ein Hydrant. Ich weiß nicht, ob wir mit dem bis da hinkommen. Du baust dich mal bitte da auf. Da ist der Hydrant. Ah, da sind nicht viele Leute mal dabei. Was gibt's? Schon unterwegs. Wird gemacht. Höre. Fahrzeug 14 hört. Was gibt's? Schon unterwegs. Fahrzeug 14. Pumpe starten. Aussteigen bestätigt. Zweiter Mann aussteigen. Wir müssen auch aufpassen mit den Autos hier. Monitor an. Ja, auf dem Weg. Wird gemacht. Und dann sind wir immer noch zu laut. Haustechnisch sieht gut aus. Ja. Verteiler ist gelegt. Wir haben nur ein AGT. Gut, jetzt sind wir draußen. Wir werden also nicht dieses Problem haben, dass wir jetzt... Kein Problem. Was geht denn unterwegs? Schade, ich dachte mit dem TM kommen wir hier hinten irgendwo ein bisschen hin. Aber gut. Und dann haben wir das Ganze hier auch schon wieder schön unter Kontrolle. P1
prinzipiell jetzt auch nichts Schlimmes gewesen, weil in diesem Haus kann ja kein Personenschaden kommen. So, damit ihr aber auch mal seht, ne, wir haben hier noch ein bisschen mehr, was man alarmieren könnte. Umweltzug. Ohne Witz, ich habe diesen Umweltzug noch nie gesehen. Ich möchte ihn jetzt einmal haben. Dann rückt der auf einmal auf der GWMS auf jeden Fall. So, wir werden uns den gleich mal angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich finde ihn aber höchst interessant mal. Wir werden jetzt aber zusehen, dass wir schnellstmöglich unsere Einsatzkräfte hier wieder an den Standpunkt kriegen. Damit wir wieder einsatzbereit sind. Weil das dauert immer so einen kleinen Moment. Es ist ja nicht so, ich drücke jetzt irgendeine Taste und es passiert von alleine. Sondern das muss man alles so ein bisschen händisch hier machen. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Guck, und dann hast du nämlich die nächste Scheiße. Der Brände. Löschen Sie das Feuer. Minus TM ist noch am Zusammenbauen. Streife und mehr haben wir auch nicht hier gehabt. Ja. Wird ausgeführt. Es bringt mir nur nichts, weil doch, einer könnte den ja mal eben hochnehmen. Was gibt's auf dem Weg? Was ist das denn für ein Horn? Okay. Also der würde auf jeden Fall hin ausrücken. So, weg, 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 weg. Was haben wir jetzt noch? Das bist nur du. Dann haben wir hier einen B2 am Laufen. So, deklariere ich den auf jeden Fall mal eben. Unser ELW fährt auf jeden Fall hin. Unser TLF rückt auch mit aus. Sehr schön. Supi, supi, supi. Und die FF hier unten kommt noch mit raus. Fahrzeug 25 hört. Gut, die wäre, glaube ich, wenn wir hier einen Hydranten haben, die hier nämlich ein bisschen mau sind, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber ich glaube, auch so ist das mit dem TLF recht schnell erledigt, das Ganze. BMA ausgelöst. TLF rückt aus. HLF rückt aus. Ob wir fürs MTF noch genug zusammenkriegen, das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Ich bin gerade erschrocken, wie viele Einsätze wir gerade hintereinander kriegen. Das ist die fünfte Aufnahme, die ich gerade mache, weil der andere Kram wieder alles nichts geworden ist. Und wir kriegen gerade recht schnell ganz viele Einsätze hintereinander. Das ist gut. Das ist schön. Genauso wollte ich das. Ja, so. Direkt löschen. Ja, pass auf, das TLF kriegt das schon hin. Mach du mal da. Oh, es gibt tatsächlich ein GWG-Dekon. Ah, das ist ja cool gebaut. Das ist ja richtig schick. Wie kann ich das denn... Also ich kann auf jeden Fall mehrere aufbauen. Ah, das ist ja cool. Ende.
E-Bims. ja, Feuer ist aus, sehr schön. Also das muss ich sagen, da bin ich positiv überrascht mit den GWD-Con. Also es gibt auch noch Fahrzeuge, die ich so nicht gesehen habe. Ich weiß, es gibt noch einen Rüstwagen. Der hier halt bei Verkehrsunfällen mit rauskommt. Braucht immer alles seine Zeit, weil das sind so... Ist dann so Wache 5 praktisch, das dauert. Ich weiß auch nicht, warum ein ELW, ein TLF, ein HLF immer viermal Status 1 gehen, bevor sie erstmal losfahren. Das lassen wir aber auch mal so hingestellt. BMA. BMA ist hier oben. Das ist dann brandte BMA. Antreten. ELW musste ein bisschen zu lange überlegen. TLF schon direkt unterwegs. Löscht Zugröchse natürlich mit aus. Wobei, eigentlich könnte man auch gleich sagen, wenn sie draußen sind, ihr könnt auch gleich wieder reinfahren, weil TLF ist schon mal mit. Das heißt, für einen kleinen Brand wird es sofort reichen. Beim großen Brand hätten wir halt ein bisschen Probleme da. Also lassen wir sie erstmal ausrücken. Zur Not können wir dann immer noch sagen, kommt Jungs, wir brauchen euch gar nicht mehr, ihr könnt wieder wegfahren. So, jetzt müssen wir erstmal unseren Einsatzleiter ausrüsten. Das ist jetzt so ein nerviger Ton, ne? Aber auch bei uns in der Firma, wenn die BMA auslöst, das ist so scheißend laut und nervig. Also ich hatte noch keine BMA hier oder einen Heimrauchmelder, der ausgelöst hat, wo dann irgendwas mit war. Und so wird es hier jetzt auch sein. Keine Feststellung, alle eingesetzten Kräfte können abdrehen und abrücken. BMA ist gelöscht. Die sind noch am Überlegen, was jetzt eigentlich gerade Phase ist. Horn lassen wir an. So, alles abgearbeitet. Ich konnte euch tatsächlich schon was zeigen. Ich konnte euch einen Heimrauchmelder zeigen. Ich konnte euch ein Wohnhaus zeigen. Ich konnte euch eine BMA zeigen. Und einen kleinen Böschungsbrand. Ich finde, das ist für die erste Folge von Bräun richtig gut gelaufen. Ne? Richtig. So, normalerweise machen wir 20 Minuten. Es werden jetzt noch so ungefähr 1,5 Minuten. Ich glaube, das bringt uns alle nicht weiter. Fakt ist, Bieberfelde Retrofitting bis auf Weiteres nicht mehr. Meine 17 Jahre alte CD-Version hat halt den Geist aufgegeben. Warum auf einmal von jetzt auf gleich? Keine Ahnung. Somit als Alternative halt Bräun. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich finde die Mod super. Ich finde sie wirklich super. Sie macht echt Spaß zu spielen, auch über einen längeren Zeitraum. Manf-Einsätze sind halt nicht so einfach hier zu regeln, wie man sich das vorstellt. Also du hast ja keine SEG oder sonstiges. Viele, viele geile Features, wo wir in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen drauf eingehen werden. Und ich bin mir nicht sicher, das müsste ich jetzt erfragen, ob es hier Gefahrengut-Einsätze gibt. Weil ansonsten macht dieser Umweltzug ja theoretisch auch keinen Sinn. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Den mache ich jetzt nicht mehr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.